Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Saal, dritte Lesung eines Gesetzentwurfs der Landesregierung und liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, ich will mich bemühen, schneller zu machen, allerdings die Aufforderung beim Gang zum Pult hier finde ich etwas unangemessen angesichts der Tatsache, dass wir uns in einem Gesetzgebungsverfahren befinden. Und auch wenn wir hier kurz vor der Weihnachtspause sind, bleibt festzuhalten, dass im Wesentlichen oder wesentliche Grundzüge des hier zur abschließenden Beratung anstehenden Gesetzes von den Piraten durchaus mitgetragen werden, allerdings auch unter Hinblick oder in Hinblick auf die von uns vorgeschlagenen Änderungsanträge, das sind ja zwei, die hier im Umlauf sind, eben leider Gottes nicht abschließend berücksichtigt worden sind bisher, was sich ja im Laufe des Abstimmungsverfahrens auch noch ändern kann. Ich will noch einmal die wesentlichen Punkte hervorheben. Das ist erstens der Anspruch, nennen wir es einmal so, im Hinblick auf die Geeignetheit natürlich einzuschränken, von Inhaftierten ein Studium durchzuführen. Das geht aus nach unserer Auffassung aus dem vorliegenden Gesetzentwurf nicht eindeutig hervor. Wir möchten uns insofern die Möglichkeit hier eröffnen bzw. im Rahmen der Gesetzgebung die Möglichkeit einfließen lassen, ähnlich wie bayerische Inhaftierte in Nordrhein-Westfalen an der Fernuni Hagen studieren können, dieses auch nordrhein-westfälische Inhaftierte durchaus machen können sollen. Weitere, auch in der Anhörung zu dem vorliegenden Gesetzentwurf zutage getretenen Kritikpunkte greift unser weiterer Änderungsantrag auf. Ich möchte diese wesentlichen Punkte noch einmal hier aufführen. Insbesondere der Opferschutz, der hier im Gesetz auch aufgegriffen ist, bedarf aus meiner und unserer Sicht auch einer Regelung insofern, als eine Regelungskompetenz auf Seiten des Landesgesetzgebers implementiert werden soll, um eben die, so kam es in den Kritikpunkten oder in den Kritiken deutlich hervor, eine kriminologische Konturierung des Gesetzes auch nachträglich eindeutig zu ermöglichen, dieses dann eben auch mit entsprechenden Verordnungen und Regelungen mit gesetzesähnlichem Charakter zu verabschieden. Des Weiteren ist von uns noch einmal besonders hervorgehoben in dem Änderungsantrag das Recht minderjähriger Kinder von inhaftierten Eltern. Auch dies kam in der Anhörung deutlich hervor, dass hier ein etwas stärkeres Augenmerk auch im Gesetzgebungsverfahren hätte vielleicht auf diesen Aspekt noch einmal geworfen werden können. Wir schlagen hierbei vor, die Installation eines Kinderbeauftragten, der sich wirklich ausschließlich um diese Belange kümmert, natürlich in Abstimmung und Rücksprache mit den jeweiligen Jugendämtern und anderen Einrichtungen der öffentlichen Hand. Jedoch sind wir der Auffassung, dass der Justizbeauftragte des Landes hierzu möglicherweise nicht die erforderliche zeitliche und auch sachliche oder sächliche Voraussetzung zurzeit hat. Möglicherweise lässt sich das natürlich im Zuge des weiteren Verfahrens des Strafvollzugs da aufpflanzen. Allerdings die Installation eines Kinderbeauftragten bevorzugen wir an dieser Stelle. Und abschließend möchte ich noch einmal hervorheben, dass auch nach unserer Auffassung regelungstechnisch zu hinterfragen war und ist und bleibt und dementsprechend auch eine Änderung des Gesetzentwurfs von uns vorgeschlagen wird, wonach der Landesgesetzgeber eben nicht nach unserer Auffassung im Verhältnis zum Bundesrecht die Kompetenz haben kann, eine Ausnahme zu 203 StGB im Hinblick auf die zur Verschwiegenheit verpflichteten Berufsgruppen hier durchzuführen. Von daher werbe ich noch einmal insbesondere zu unserem Änderungsantrag mit der Drucksache 7629, was die Studienangelegenheit angeht. Eine Frage des Abgeordneten Uliak zulassen. Ja, bitte, selbstverständlich. Ist zwar der Kollege Marsching am Platz des Kollegen Uliak, aber ich möchte trotzdem folgende Zwischenfrage stellen. Ich habe sie schon mal gestellt und habe sie auch, glaube ich, schon mal von Ihnen, Kollege Schulz, beantworten lassen. Finden Sie nicht, dass auch in einer dritten Lesung und auch von der kleinsten Fraktion hier im Landtag der Redebeitrag so wichtig sein könnte, dass sie zumindest der Aufmerksamkeit eines Großteils des Plenums bedürfte? Lieber Herr Kollege, lieber Kollege Michel Marsching, ja, ich pflichte bei, bin es allerdings durchaus gewohnt,
an dieser Stelle zu sprechen und nicht alle zuhören. Ich finde das deswegen bedauerlich, weil es hier um ein sehr wichtiges Gesetz für Nordrhein-Westfalen geht. Und daher unterstreiche ich die mit Ihrer Rückfrage zum Ausdruck kommende Intention, das Plenum vielleicht bei diesem so wichtigen Gesetzgebungsvorhaben des Landes Nordrhein-Westfalen mit etwas mehr Aufmerksamkeit zu begleiten. Ich war ohnehin am Ende meiner Ausführungen, werbe noch einmal für unsere Änderungsanträge und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Schulz. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr.